Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Charakter Scar und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst, kannst du meinen Kanal abonnieren, um keine Videos zu diesen Themen zu verpassen. Ah, und wenn wir schon beim Thema sind, My Pride Folge 4 kommt voraussichtlich am 29.11.2020 um 18 Uhr. Im Anschluss darauf wird es einen kleinen Reaction-Stream zu My Pride Folge 8 in Englisch geben. Also, ihr wisst Bescheid. Aufschreiben, wir sehen uns am 29.11. um 18 Uhr. So, aber nun wieder genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem heutigen Video. Er ist einer der hinterlistigsten und brutalsten Disney-Bösewichte, die wir kennen. Er geht für sein Ziel über Leichen, auch in der eigenen Familie. Die Rede ist von Scar. Aber was steckt hinter diesem brutalen und herzlosen Löwen? Wer ist Scar? Scar ist ein schlanker und knochiger Löwe mit schwarzer Mähne, braunem Fell und giftgrünen Augen. Er ist der jüngere Bruder von Mufasa und der Onkel von Simba und damit Prinz im geweihten Land. Er hat allerdings keinen Thronanspruch. Dieser geht an Mufasa. Und je mehr Kinder Mufasa bekommen würde, desto weiter würde Scar nach hinten rutschen in der Erbfolge im geweihten Land. Über dem linken Auge trägt er eine Narbe, die zu seinem Merkmal wurde. Laut einigen Quellen hat Scar zwei Kinder, Nuka und Vitani. Der Name Scar kommt aus dem Englischen und bedeutet Narbe. Wo kommt Scar vor? Wie Simba ist auch Scar ein zentraler Punkt im König der Löwen-Universum. Er kommt im ersten, im zweiten und im dritten Teil sowie im Remake und in der Serie Die Garde der Löwen vor. Im ersten Teil sehen wir, wie er mithilfe der Hyänen Pläne ausheckt, um Simba und Mufasa zu töten und im Anschluss König werden zu können. Das erklärt er auch in dem epischen Song Seid bereit. Schließlich gelingt es ihm auch Mufasa zu töten. Er glaubte auch, dass Simba tot ist, allerdings gelang es den Hyänen nicht, ihn zu töten. Sie verjagten ihn und sagten Scar einfach nicht, dass er noch lebt. So übernahm er die Herrschaft im geweihten Land und ließ die Hyänen, welche die Grenze eigentlich nicht überschreiten durften, hinein. Das führte allerdings letzten Endes dazu, dass das ganze geweihte Land ausstarb. Die Hyänen jagten so oft, dass sich die Grasfresser dazu entschlossen, einfach weiterzuziehen. Und so gab es für die Löwen und die Hyänen im geweihten Land früher oder später kein Fressen mehr. Simba kam dann schließlich wieder zurück, nachdem er seine Bestimmung erkannt hatte und forderte Scar heraus. Scar verlor diesen Kampf und starb durch die Hyänen, die er zuvor verraten hatte. Im Film Simbas Königreich sieht man ihn genau zweimal. Einmal in einem Albtraum von Simba und einmal als Spiegelung von Kovu im Wasser. Ansonsten wird er im Film hauptsächlich namentlich erwähnt. Und das meistens von Sira, die Scar treu geblieben war und vermutlich deshalb verbannt wurde. Kovu, der nicht sein leiblicher Sohn war, sondern nur von Scar aufgenommen wurde, sollte ihn rächen und seinen Platz als König im geweihten Land einnehmen. Das gelingt allerdings nur bedingt, denn Kovu erfüllt seine Aufgabe nicht ganz. Denn statt Simba zu töten und so König zu werden, verliebt er sich in die Thronfolgerin Kiara und heiratet sie später. In der Serie Die Garde der Löwen wird seine Vergangenheit mehr beleuchtet. Denn früher war er, wie Kion auch, der Anführer der Garde der Löwen, die das geweihte Land vor Bedrohungen schützen sollte. Laut der Serie wurde er von einem fremden Löwen ins Schattenland geführt und dort von einer Schlange attackiert und so bekam er seine Narbe. Er tötete den Löwen und die Schlange mit dem Gebrüll und wollte die Narbe als Zeichen seines Triumphs sehen. Jedoch wurde er dann von Mufasa gemobbt und nur noch Scar genannt, weshalb er ihn dann töten wollte. Oh mein Gott, das ist so bescheuert. Was hat sich Disney dabei gedacht? Alter. Aber egal. Er wollte dann also mit Hilfe seiner Garde Mufasa stürzen, allerdings weigerten die sich. Daraufhin nutzte er das Gebrüll gegen seine Garde und verlor es dann schließlich. In der Serie wird er dann letztendlich auch von den Hyänen und einer Schlange namens Ushari wieder zurückgeholt und sorgte dafür, dass Kion auch eine Narbe bekam. Danach wurde er von Kion wieder vernichtet, indem er es regnen ließ. Lol. Im Remake ändert sich allerdings nicht viel im Vergleich zum Original. Er kannte dort halt die Hyänen vorher noch nicht und rekrutierte sie in der gekürzten Version von Seid bereit, die ich by the way mega geil finde. Denn Scar ist im Remake viel düsterer und brutaler dargestellt. Da passt es tatsächlich sehr gut, dass dieser Song gekürzt wurde, denn ansonsten würde es die Figur etwas zerstören. Im Zeichentrickfilm wiederum ist er hinterlistiger und eher dramamäßiger dargestellt. Dort passt diese lange und epische Version wieder perfekt. So, aber bevor wir jetzt zum letzten Part kommen, gibt's hier noch ein paar kleine Funfacts. Scars deutsche Stimme ist Thomas Fritsch. Dieser spricht allerdings nicht immer nur Bösewichte. In Ice Age beispielsweise spricht er Diego. In Rudolf mit der roten Nase spricht er den Charakter Slyly. Und in Bambi 2 den großen Prinzen. Im Remake wird Scar von Thorsten Michaelis gesprochen. Und in der Serie Die Garde der Löwen wird er von Hans-Jürgen Dittberner gesprochen.
Die vor kurzem erst angekündigte Fortsetzung zum Remake wird die Vergangenheit von Mufasa mehr beleuchten. Also bekommen wir möglicherweise auch ein paar Hintergrundinformationen zu Scars Vergangenheit. Alle neuen Infos bekommt ihr dann natürlich hier auf dem Kanal. Scar hat doch zwei kleine Gastauftritte in anderen Disney-Serien bzw. Filmen. Zum einen sieht man ihn hin und wieder in Mickey Mouse Wunderhaus und zum anderen ist er ein Umhang in Herkules oder so irgendwas? Oder ein Mantel? Alles klar. Aber kommen wir zum letzten Part für heute. Was passiert mit Scar in der Fanszene? Dort gibt es einiges zu erzählen. Doch fangen wir mit den grundlegenden Sachen an. Laut der Bücherei Six New Adventures war sein eigentlicher Name Taka. Taka ist Swahili und bedeutet so viel wie wollen. Viele Quellen geben allerdings an, dass Taka eigentlich Müll oder Verschwendung bedeuten soll. Der englischsprachige König der Löwen-YouTuber Askari hatte zuletzt einen Twitter-Post verfasst, in dem er jemanden zitierte, der diese Sprache spricht und klarstellt, dass das nicht stimmt. Außerdem bekam er in den Büchern seine Narbe nicht durch eine Schlange, sondern durch einen Büffel. Es gibt auch Theorien, dass er die Narbe von seinem Vater erhalten hat, der ihn nie geliebt hat und Mufasa immer bevorzugt hat. Das könnte seinen Hass auf Mufasa erklären. Aber wenn ihr zu diesen Theorien mehr wissen wollt, könnt ihr oben auf das i klicken und dort kommt ihr zu einem Video auf meinem Kanal, wo ich über die vier Theorien gesprochen habe, wie Scar zu seiner Narbe gekommen sein könnte. Oder ihr bleibt einfach bis zum Schluss dran, dort habe ich euch das Video in der Endcard verlinkt. Im Zeichentrickfilm gibt es eine nicht veröffentlichte Szene, in der sich Scar an Nala ranmachen möchte und will, dass sie seine Königin wird. Im Musical, Der König der Löwen, ist diese Szene noch erhalten, im Lied The Madness of King Scar. Außerdem hat sich ein Zuschauer die Mühe gemacht und diese Szene komplett animiert. Und ja, das ist von einem Fan gemacht. Das sieht echt geil aus. Das Video habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, schaut dort gerne vorbei. Man wollte ursprünglich auch einen weiteren Charakter im ersten Teil implementieren. Und zwar Nalas kleinen Bruder Metu. Es war geplant, mehr davon zu zeigen, wie es im Geweidenland unter Scars Herrschaft zuging. Und Nala hätte versucht, ihren Bruder vor den Gefahren zu schützen. Man entschied sich schlussendlich dann dagegen und ließ Metu einfach weg. Es gibt hier auf dem Kanal by the way auch schon ein Video über Metu. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wissen auch bis heute nicht, in welchem Verhältnis Scar und Sire standen oder wann Sire sich dem geweihten Land angeschlossen hat. Denn Sire ist ja nicht nur die Mutter von Nuka und Vitani, sondern sie soll auch die echte Mutter von Kovu sein. Das würde allerdings bedeuten, dass sie irgendwann mal einen anderen Löwen getroffen haben muss und die sich näher gekommen sind. Aber wenn sie mit Scar zusammen war, dann wäre das doch etwas unlogisch. Möglicherweise war sie aber auch nur eine von seinen Liebhaberinnen. Sie liebte ihn, aber er nutzte sie möglicherweise einfach nur dazu aus, um Nachkommen zu bekommen. Das wäre zumindest eine logische Möglichkeit. Oder Sire hat Kovus Eltern ermordet und ihn sozusagen adoptiert. Aber auch dazu gibt es schon ein Theorievideo hier auf meinem Kanal. Das findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch einige Theorien, dass er sich sehr gut mit seiner Mutter Uru verstanden haben soll. Während er von seinem Vater, der sich nur um Mufasa kümmerte, vernachlässigt wurde, schenkte sie ihm Liebe und Aufmerksamkeit. Doch als sie dann starb, starb auch das letzte Gute in ihm. Aber die wichtigste Frage ist wie immer, was ist eure Meinung dazu? Fällt euch noch etwas zu Scar ein? Habe ich etwas vergessen? Dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!